muss von diesem Strand runter. Sam! Sam, hörst du mich? Vielleicht flussaufwärts. Das Gute daran ist, mehr kann ich nicht verlieren. Außer mein Leben. Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn. Ah, verdammt. Okay, mir geht's gut. Scheiße. Einfach durchbeißen. Einfach durchbeißen. Was zur Hölle mit diesem Ort? I. Sic pavis magna, Sam. Komm schon, wo steckst du? Mist.
Ich muss zu diesem seltsamen Berg. Bleib, wo du bist. Ich komme zu dir. Schön. Dann mal hoch. Oh, shit! Da geht's weit. Weit runter. Das wird halt. Jetzt unerwartet. Wow.
Ah, hi. Ist hier wer vorbeigekommen? Groß, schlaksig, mit lauter tollen, blöden Ideen über Piratenschätze? Willst du da hochklettern? In den Stiefeln? Den brauchst du bestimmt nicht. Ja, das geht. Fast da. Oh, Scheiße! Hey, auf die Flucht! Ich hab was gesehen. Eine Bewegung da bei den Bäumen. Das ist der Dschungel, Mann. Da bewegt sich alles. Ich sehe nichts. Verdammt. Okay, Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Na los. Älteren Bruder. Hat dein Papa uns erschossen und das gehauen. Glaubst du, der andere lebt noch? Bis wir eine Leiche finden, bleibe ich auch dabei. Wie haben die das Wrack überlebt? Wir haben mehr Glück als Verstand. Ja, auf eine Glücksstraße. Okay. Perfekt. Was zum... Oh, was zum... Ich hab... Ah, Scheiße.
Scheiße und los. Was ist das? Wow, ganz schön düster. Burns Crew hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. Ich hätte dich fast umgepustet. Sam, du bist okay. Ja, mich haut so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du da noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay.
Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten? Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt, halt, halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre meines Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Könnte was sein. Ja, hoffen wir mal, der Rest davon ist nicht unter jahrhundertealtem Schutt begraben. Immer gut. Hier lang. Sam, hier oben. Ich komme. Keiner zu Hause. Hier sah es auch schon mal besser aus, hm? Ja, ganz besonders das Dach. Na, hoffentlich fällt es uns nicht auf den Kopf. Sam, hier lang. Ach, ja, das darf nicht wahr sein. Hey, Nathan, ich glaube, wir können hier durch. Nathan, hier geht's. Staubig. Oberschenkeltraining. Sieh das an. Das ist keine Strohhütte. Ja, das ist waschechte Maurerarbeit hier. Ja, aber wo kamen diese Maurer her? Normalerweise hat man vielleicht ein paar gute Schreiner an Bord. Und Küfer. Aber keine Maurer. Oh Mann, was ich für eine Kamera geben würde. Wir haben eine. Schon klar. Ernsthaft? Ja, ja. Auf dem Boot, bei unseren anderen Sachen. Oh, danke. Thank you.
Komm schon. Ah, endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Ja, du sagst es. Eine Kiste, ich weiß was. Los geht's. Aufgepasst! Wir sind wieder im Geschäft. Das musst du dir ansehen. Was siehst du? Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Libertalia. Libertalia! Das lange verschollene legendäre Piraten-Utopia, entdeckt nach 300 Jahren. Von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich hab immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Sch, sch, sch. Genieß den Moment. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an.